herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne mit dir über Beleghebammen sprechen. Was ist eigentlich eine Beleghebamme und wie wichtig ist es eigentlich, dass du diese Person magst und dass du gut mit ihr zurechtkommst? Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und wenn du Lust hast, ein bisschen tiefer einzutauchen in meine Arbeit, kann ich dir empfehlen, meine App herunterzuladen. Sie ist kostenlos und heißt auch Die friedliche Geburt und da findest du einen ganz unverbindlichen und kostenlosen Schnupperzugang zu meinem Kurs und wenn du möchtest, kannst du da einfach schon mal schauen, wie ich so arbeite und ob das dir vielleicht gefällt und du vielleicht noch ein bisschen intensiver mit mir zusammenarbeiten möchtest, von mir an die Hand genommen werden möchtest. Ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ja, Beleghebammen sind leider nicht so häufig zu finden, wie wir sie uns wünschen würden. Das ist vielleicht erstmal eine Information, die ganz wichtig ist, wie ich finde. Denn wenn du gerade schwanger bist, relativ frisch schwanger bist, dann wäre es schon gut, du würdest dir schon den ein oder anderen Gedanken über deine Hebamme machen und wer dich vielleicht bei deiner Geburt begleiten kann und auch schon in der Vorsorge und dann auch in der Nachsorge. Im Moment haben wir einen großen Hebammenmangel in Deutschland. Das heißt, alle Frauen sind sehr, sehr glücklich und dankbar, wenn sie eine Hebamme gefunden haben. Und wenn du jetzt also noch frisch schwanger bist, dann möchte ich dich an dieser Stelle nochmal ermutigen, dich auf die Suche zu machen nach einer Hebamme. Eine Beleghebamme ist eine Hebamme, die wirklich für dich zuständig ist, die du also in der Schwangerschaft bereits kennenlernst und du weißt, dass sie dann bei der Geburt, außer es kommt etwas dazwischen wie Krankheit oder so, dass sie dann eben auch bei der Geburt an deiner Seite sein wird. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Luxus, den es heute selten gibt, also selten die Möglichkeit gibt, weil es eben auch bedeutet, dass du eine 1:1 Betreuung hast. Das heißt, deine Hebamme ist an deiner Seite und du bist nicht ohne Hebamme sozusagen in einer Klinik und wartest, dass ab und zu mal eine Hebamme bei dir vorbeischaut, weil diese Hebamme nicht nur dich betreut, sondern eben auch noch 2, 3 oder 4 andere Familien. Eine Beleghebamme zu ergattern ist also erstmal schon mal eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich möchte heute darüber sprechen, wenn du in einem Geburtshaus dich angemeldet hast und vielleicht über eine Hausgeburt nachdenkst oder eine Geburtshausgeburt, hast du da in der Regel auch eine Beleghebamme oder die Hebammen sind in so einem rotierenden System. Das heißt, du hast eine 1:1 Betreuung für deine außerklinische Geburt. Du weißt aber noch nicht, welche der Hebammen an dem Tag für dich zuständig ist. Das ist unterschiedlich von Geburtshaus zu Geburtshaus. Und es gibt auch Beleghebammen, die einen Belegvertrag an Kliniken haben. Das heißt, dass sie mit dir zusammen dann eben auch in eine Klinik gehen würden und eine Klinikgeburt gestalten würden. Es gibt da also alle möglichen Konzepte. Das, was mir ganz besonders gut gefällt, ist eine Hebamme, die sowohl Hausgeburten begleitet als auch als einen Belegvertrag in einer Klinik hat. Das heißt, du könntest dann in dem Fall dir noch Zeit lassen, dich zu entscheiden, ob du dir vielleicht eine außerklinische Geburt vorstellen kannst, ob das für dich sicher ist und sich gut anfühlt. Und ihr könntet im Zweifel eben auch in die Klinik wechseln und du hättest dann nicht den Wechsel der Hebamme gleichzeitig. Das finde ich ziemlich optimal für die Frauen, sehr frauenfreundlich, wie ich finde, gebärendenfreundlich. Und vielleicht ist das ja eine Option, die sich für dich stimmig anfühlt und vielleicht hast du das Glück, da so jemanden eben noch zu finden. Das ist tatsächlich sehr, sehr selten, aber ab und zu gibt es eben solche Hebammen, die beides machen, sowohl außerklinisch betreuen als auch in einer Klinik in eine Klinik mitgehen würden. Und das Tolle ist da eben, man kann die Geburt dann zu Hause starten lassen und wann immer man das Gefühl hat, man möchte jetzt wechseln in die Klinik, wäre das eben überhaupt kein Problem. Man würde das dann zusammen mit seiner Beleghebamme machen. Also ich finde ganz wunderbar, eine ganz wunderbare Lösung. Wenn du dich jetzt schon eingehend mit diesem Thema beschäftigt hast und vielleicht hast du das, wenn du diese Folge mit diesem Titel dir anhörst, und du hast vielleicht sogar schon eine Hebamme ergattern können, eine Beleghebamme, die für deine Geburt dabei ist.
Und vielleicht hast du dich am Anfang auch ganz wohl gefühlt mit ihr und vielleicht sind irgendwann Zweifel aufgekommen. Und was machen wir nun mit solchen Zweifeln? Also was ist, wenn du das Gefühl hast, ich habe ein immer schlechteres Bauchgefühl zu meiner Beleghebamme. Jetzt habe ich endlich eine Beleghebamme. Ich habe mich gekümmert. Ich habe 1000 Leute angerufen. Ich habe wirklich frühzeitig mich gekümmert und habe diese tolle Beleghebamme. Aber die Person passt einfach überhaupt nicht zu mir. Sie sagt Sachen, die nicht zu meiner Vorstellung von Geburt passen. Ich fühle mich in ihrer Gegenwart nicht wirklich wohl. Ich habe Zweifel, was die Geburt angeht, ob ich mich dann wohlfühlen kann, mich öffnen kann. Was machst du dann? Denn du hast ja nun mal diese Hebamme ergattert und das war was dir ganz, ganz wichtig vielleicht war und du dich deswegen auch sehr gekümmert hast und nun ist das Gefühl gar nicht mehr so gut. Und in diesem Fall habe ich tatsächlich eine ziemlich, wie soll ich sagen, radikale Antwort. Wenn du ein schlechtes Bauchgefühl zu deiner Beleghebamme hast, wenn du dich unwohl fühlst in ihrer Gegenwart, wenn du das Gefühl hast, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich mit dieser Frau mein Kind bekommen möchte, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, dann würde ich im Zweifel diese Hebamme aufgeben. Sie wird darüber höchstwahrscheinlich nicht traurig oder erbost oder irgendwas sein. Wahrscheinlich hat sie das dann selber schon gefühlt, dass das mit euch nicht so richtig passt. Und sie hat auf ihrer Warteliste wahrscheinlich tausende von Frauen, die sich freuen, sie als Hebamme zu haben und mit der sie besser connecten kann. Es ist ganz normal, dass wir nicht jeden Menschen mögen und dass wir nicht jeden Menschen so nah an uns herankommen lassen möchten, wie bei einer Geburtssituation. Und wenn du schon spürst, dass diese Hebamme nicht passt, dann würde ich eher das Risiko eingehen, dass du keine Beleghebamme hast und vielleicht in der Klinik zum Beispiel irgendeine Hebamme bekommst, die dann da gerade Dienst hat, weil die Gefahr, dass dir die Geburt, dass dich die Hebamme nicht so bei der Geburt begleitet, wie du es dir wünschen würdest, wenn du eh schon ein schlechtes Bauchgefühl hast, ist relativ hoch. Das heißt, die Chance, dass du einer random Hebamme begegnest bei deiner Geburt in der Klinik, die dir gut gefällt, ist höher in diesem Fall, als dass diese Beleghebamme, zu der du ein schlechtes Bauchgefühl hast, sich dann doch noch entpuppt als ganz tolle Hebamme für die Geburt. Das kann natürlich sein, also so etwas kann entstehen, dass dann das doch sich alles doch noch gut anfühlt. Und gleichzeitig wäre meine Wahl da eher gegen diese Hebamme und mich darauf einzulassen, was das Schicksal oder was auch immer mir da schickt bei der Geburt. Also, dass mir da irgendjemand begegnet, der hoffentlich besser zu mir passt, gut zu mir passt. Die meisten Hebammen sind ganz wunderbare Menschen, die ganz, ganz toll begleiten, liebevoll sind, achtsam sind. Alle Hebammen haben ja das gleiche Ziel, dass du eine schöne Geburt hast und dass du und dein Kind gesund aus dieser Erfahrung herausgehen. Und die meisten Hebammen sind toll und du kannst gut mit ihnen in Kontakt gehen, gut connecten für die Geburt. Und diese Chance würde ich dann sozusagen ergreifen und ich würde eben die Chance hier höher einschätzen, als dass es mit der Beleghebamme dann eben doch noch gut wird. Wenn du jetzt schon weiter fortgeschritten bist in deiner Schwangerschaft, dann ist es wichtig, dass du eine Hebamme hast für deine Nachsorge, also dass jemand dann zu dir nach Hause kommt im Wochenbett und für dich da ist. Und da würde ich jetzt dann eben nochmal richtig auf die Suche gehen, dass du vielleicht noch eine Hebamme findest für die Nachsorge. Du kannst ja auch ein paar Tage in der Klinik bleiben und hast dann dort jemanden, der sich für die Nachsorge dann um dich kümmert. Vielleicht willst du aber auch ambulant gebären, was ich auch ganz toll finde. Also ich bin auch ein Fan der ambulanten Geburt, dass man nach Hause geht nach 4 Stunden ungefähr. Wenn die Geburt gut gelaufen ist, dann kann man das machen und dass man dann eben seine Nachsorgehebamme hat, die einen zu Hause dann betreut und besucht. Genau, je nachdem, was du machen möchtest, ob du in der Klinik sein möchtest für ein paar Tage oder auch nicht, brauchst du halt dringender oder weniger dringend die Nachsorgehebamme. Du brauchst eine Nachsorgehebamme, aber genau, die ersten Tage sind natürlich mit besonders viel Fragen bestückt und
wenn du da in der Klinik bist, dann bist du da zumindest für die ersten Tage dann schon mal ganz gut versorgt. Kümmere dich also, wenn du deine Beleghebamme aufgibst, um eine Nachsorgehebamme oder frag auch deine Beleghebamme, ob es vielleicht gehen kann, dass sie bei der Geburt doch nicht dabei ist, weil du nicht so ein gutes Gefühl hast, das Gefühl hast, dass es nicht so gut mit euch passt. Das darfst du ganz offen kommunizieren und wie gesagt, sie wird da auch Verständnis für haben in der Regel und auch da ganz freundlich hoffentlich drauf reagieren und vielleicht kannst du dir aber trotzdem vorstellen, dass diese Hebamme als Nachsorgehebamme dir erhalten bleibt. Da könntest du sie dann auch fragen, ob sie sich sowas vorstellen könnte. Auch das wäre eine Möglichkeit. Manchmal ist es so, dass es bei der Geburt zu einer Situation kommt, wo du nicht glücklich mit der Hebamme bist, die dort ist. Also es kann ja auch sein, dass du dich jetzt gegen eine Beleghebamme entschieden hast, weil du dann schlechtes Bauchgefühl hattest zum Beispiel oder du hast auch gar keine gehabt, gar keine Beleghebamme und kommst jetzt in die Klinik zum Beispiel und merkst, ich kann mit dieser Person überhaupt nicht gut gebären, also die stört mich richtig und ich komme nicht in die Konzentration für meine Geburt, nicht in die Entspannung und Konzentration. Beides brauchst du für die Geburt, meiner Erfahrung nach dringend. Und wenn da jemand ist, der dich wirklich stört und massiv es erschwert, dass du in einen guten Geburtsflow kommst sozusagen, dann würde ich dir hier auch empfehlen, zu sagen, du möchtest von dieser Hebamme nicht weiter betreut werden. Das ist sehr selten der Fall, aber wenn es der Fall sein sollte, wäre es wichtig, dass du weißt, dass du dich von einer Hebamme nicht betreuen lassen musst, sondern du darfst dann auch sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ich merke, das geht hier in eine ganz falsche Richtung und es wird hier ganz furchtbar, wenn ich weiter mit dieser Person zusammenarbeite. Und vielleicht hast du ja auch eine Begleitperson bei dir, oft ist es ja der Papa des Kindes, manchmal ist es auch eine gute Freundin, Doula, die zweite Mutter oder eben auch die eigene Mutter, eine Person, der du gut vertraust und mit der du dich wohlfühlst. Das würde ich dir empfehlen, dass du dich da gut aufstellst. Manche Frauen sind auch gerne alleine zur Geburt und fühlen sich damit auch sehr wohl. Und wenn du eine Begleitperson an deiner Seite hast, was ja meistens der Fall ist, würde ich dir empfehlen, dass du das vorher mit dieser Begleitperson besprichst. Also, dass du sagst, wenn ich dir sage, dass ich mit der Hebamme nicht mehr zusammenarbeiten möchte, dann bitte versuch eine andere Hebamme in der Klinik zu bekommen. Also, dass es einen Wechsel gibt, dass diese Hebamme sich nicht weiter um dich kümmert, sondern jemand anderes kommt. Das hat halt zur Folge, dass für die Klinik wahrscheinlich schwierig ist, und manche reagieren darauf auch nicht gut. Also es kann auch, ja, es kann dann einfach zu einer schwierigen Situation kommen. Und gleichzeitig ist es wichtig, wenn du in einer solchen Situation bist, wo du merkst, deine Geburt geht sozusagen den Bach runter mit dieser Person an deiner Seite, dann ist es wichtig, dass du dich da auch ein Stück weit schützen kannst und dass in deine Geburtsbegleitung die Begleitperson weiß, dass sie sich da auch für dich stark machen darf. Das darf gerne nicht im Geburtsraum, im Kreissaal geschehen, also dass nicht vor deinen Augen dann diskutiert wird und vor deinen Ohren, sondern dass du dich wirklich auf deine Geburt konzentrieren kannst, aber dass sozusagen im Hintergrund ab von dir geschieht. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und damit meine ich nicht, die Hebamme hat gerade geraucht, die ist Raucherin und riecht nach Rauch. Das ist mir unangenehm, deswegen will ich jemand anderen haben oder so. Also quasi keine Kleinigkeiten, sondern halt, wenn du wirklich merkst, die Geburt leidet massiv unter dem Einsatz dieser Hebamme. Also ich vertraue ihr einfach gar nicht, kann mich nicht öffnen. Ich fühle mich ganz, ganz unwohl in ihrer Gegenwart. Wie gesagt, das ist eine Notlösung, das sollte man auch so unbedingt bedenken und die Gefahr, dass es zu so einer Situation kommt, dass dir jemand so gar nicht gefällt bei deiner Geburt, ist sehr gering und gleichzeitig ist es so, dass es eben auch mal sein kann, dass so eine Situation entsteht und dann wäre es eben auch wichtig, dass du dann weißt, wie du darauf reagierst, was du machen kannst, dass du die Möglichkeiten hast, eben auch zu sagen, nein, das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr weiter mit dieser Person machen. Ich möchte jetzt, dass mich jemand anders betreut.
Ja, das war es schon mit dieser heute etwas kürzeren Podcast-Folge. Ich fand es ganz wichtig, das mal ganz offen anzusprechen. Was ist, wenn ich Schwierigkeiten habe mit meiner Hebamme, wenn mir die nicht gut gefällt, wenn ich nicht gut mit ihr klarkomme? Und ich hoffe, du konntest für dich viel mitnehmen aus dieser Folge und für dich nochmal eine Haltung finden. Wie möchtest du das handhaben? Wie möchtest du vielleicht mit deiner Hebamme kommunizieren, mit deiner Beleghebamme? Oder vielleicht, wie wäre es dann eben auch in der Klinik, wenn irgendeine Hebamme kommt, mit der du gar nicht zurechtkommst, falls das der Fall sein sollte, was ich dir natürlich überhaupt nicht wünsche, sondern ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen, dass du eine wunderbare Person an deiner Seite hast, die dich unterstützt, und möchte hier eben auch nochmal sagen, die meisten Hebammen sind wunderbare Menschen, die dich ganz wunderbar begleiten werden in der Geburtssituation. Und ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen, dass du eine schöne Schwangerschaft hast, eine schöne restliche Schwangerschaft und eben auch eine wunderschöne, selbstbestimmte und friedliche Geburt erleben kannst mit einer wunderbaren Begleitung an deiner Seite. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.